Hallo liebe Rasenfreaks, herzlich willkommen zu einem weiteren Video meiner Videoreihe Ein Rasenfreak will's wissen. Ja, aber ich muss euch leider gestehen, dass ich die Themen, die ich mir überlegt habe für diese Videoreihe, jetzt nicht dieses Frühjahr abschließen werde. Ich schaffe es einfach nicht. Es gibt so viele andere Dinge, die ich im Moment tun möchte. Wir haben ja unsere Rasenflächen, die wir erneuern. Und ich will es jetzt gar nicht erzählen. Kommt nochmal ein Video, ne? Aktueller Status beim Rasenfreak. Und deswegen, ja, habe ich mir überlegt, was machst du noch? Und was ich eben noch sehr wichtig fand für euch, ist das Thema Nachsaat, Nachsehen. Also wenn ihr jetzt irgendwie oder neu ansehen wollt und nachsehen wollt, jetzt im Frühjahr, dann habe ich jetzt ein paar, ja, hoffentlich hilfreiche Informationen, die ich jetzt hier in dieser kleinen Präsentation euch zeigen werde. Ja, wir machen das immer in Form einer PowerPoint-Präsentation. Deswegen schalte ich jetzt wieder um. Das ist hier mein Eingangsbild, Rasenpflege für Rasenfreaks. Ja, ich habe ja 6 Wochen Ausbildung an der Deuler in Kempten zum Greenkeeper mitmachen dürfen. Das hat unheimlich Spaß gemacht. Könnt ihr vielleicht auch noch mal gucken, was ich da so gemacht habe. Ein paar Videos habe ich da auch hochgeladen. Und das sind die Themen, die ich auf Basis eben dieser Ausbildung euch weitergeben wollte. Die grünen Haken sind alles schon Themen, die erledigt sind. Das könnt ihr hier in der Playlist euch gerne nochmal angucken, wenn ihr ein Thema vielleicht noch interessant findet. Ja, was ich nicht mehr bringen werde, vielleicht in anderer Form, weil ich jetzt gerade auch gerne meine ganze Beregnungsanlage nochmal umgebaut und erweitert habe, ist das Thema Beregnungstechnik. Vielleicht in etwas anderer Form. Rasenkrankheiten ist schon ein sehr anspruchsvolles Thema. Ja, vielleicht im Sommer, ich weiß es nicht. Wie gesagt, alles im Moment ein bisschen viel. Integrierter Pflanzenschutz ist auch sehr interessant, was das eigentlich heißt. Aber wir machen heute Neusaat, Nachsehen. Und jetzt steigen wir mal ein. Was sind die Themen halt der heutigen Runde hier? Also einmal noch mal ein paar interessante Bemerkungen, hoffentlich zum Thema Saatgut. Ich habe nämlich hier ein bisschen Gräserfrüchte noch mal mitgebracht. Dann das Thema Aussaat. Wie sieht man denn eben nun so eine Rasenmischung aus? Was ist wichtig für die Keimung? Und ja, wann kann man denn eigentlich wieder mähen, wenn man eine Rasenmischung ausgesät hat oder nachgesät hat? Darum geht es heute. Das Saatgut ist tatsächlich gut, wenn es teuer ist. Es ist es tatsächlich. Wenn ihr billiges Saatgut kauft, habt ihr keine hohe Qualität. Also gebt für das Saatgut bitte ein bisschen mehr Geld aus. Dann habt ihr eine gute Reinheit. Dann sind da nicht irgendwelche unerwünschten Fremdgräser drin. Also Poanua zum Beispiel sollte da tunlichst nicht drin sein. Oder auch andere Gräser, die man eben schlecht aussortieren kann. Die Keimfähigkeit ist ganz wichtig. Also je höher die Keimfähigkeit, also je mehr Gräserfrüchte auflaufen, ja, desto auch hochwertiger und teurer ist die Rasenmischung. Und sie sollte nicht zu alt sein. Das Alter spielt auch eine wesentliche Rolle beim Saatgut. Also Gräserfrüchte altern und die verlieren dann ihre Keimfähigkeit. Und das ja, ist dann vielleicht nicht ganz so schön, wenn ihr irgendeine alte Rasenmischung noch irgendwo rumstehen habt. Ihr könnt sie aber schon ein paar Jahre lagern. Kühl und trocken ist ganz wichtig. Dann bleibt das Saatgut halbwegs frisch. Okay, kommen wir noch mal kurz zum Thema Regel-Saatgut-Mischungen. Ich habe ja hier ein ausführliches Video gemacht zum Thema Regel-Saatgut-Mischungen. Könnt ihr euch gerne mal angucken. Ich wollte da noch mal auf etwas ganz Spezielles hinweisen. Wir haben ja jetzt hier zum Beispiel die RSM 3.1, die Sportrasenmischung. Und da ist eben die Lolium paenne, das deutsche Weidelgras, drin. Und die Poa pratensis, die Wiesenrispe. Und zwar sind da 40% Loliumpaenne drin und 60% Poa pratensis. Und was bedeutet das jetzt eigentlich? Nochmal ein zweites Beispiel, zum Beispiel so ein Spielrasen, Gebrauchsrasen, RSM 3.2. Also das sind Qualitätsrasenmischungen, wichtig zu bemerken. Diese Spielrasenmischung hat die Festuca rubra drin in 3 verschiedenen Arten, Unterarten. Die Lolium paenne und die Poa pratensis, auch eben in diesen Mischungsanteilen. Und ich wollte jetzt euch nochmal auf einen, ja, vielleicht noch nie erwähnten, aber sehr wichtigen
Aspekt dieser Gräserfrüchte hinweisen. Und ich habe sie nochmal alle aufgelistet hier, die ganzen Gräser, die wichtigsten Gräserarten für unsere Rasenflächen. Agrostis, Capillaris, Agrostis, Stolonifera, Festuca, Arundinacea und so weiter. Ihr könnt das wahrscheinlich schneller lesen, als ich es vorlesen kann. Aber worauf ich hinweisen möchte, sind die Früchteprogramme. Also, ne, ist, ne, das sind ja hier die Früchte, das ist ne, das, was in der Saatgutmischung drin ist. Landläufig sagt man dazu Samen, aber eigentlich heißen sie Früchte. Und die sind nämlich unterschiedlich groß. Je nach Gräserart haben die ganz unterschiedliche Größen. Und das ist hier hinten mit aufgeführt. Zum Beispiel die Lolium paeanae, die habe ich jetzt hier nicht rausgezogen. Die Lolium paeanae, da ist sie. Ich habe also hier die Lolium paeanae. Und jetzt schalte ich mal um und ihr seht mich wieder komplett. Und ich hoffe, das funktioniert jetzt. Also das ist, komm schnell scharf, das sind hier in diesem Reagenzglas Glas Lolium paeanae Früchte. So sehen die aus. Und dann haben wir als anderes ja, Extrembeispiele die Agrostis stolonifera oder stolonifera. Stolonifera, ist egal. So, die hat nämlich 17.000 Früchte pro Gramm und die Lolium paeanae hat nur 500 Früchte pro Gramm. Und wie das aussieht, zeige ich euch jetzt. So, das ist die Agrostis stolonifera. Guckt euch das mal an. Das sind mikroskopisch kleine Früchte. Jetzt im Vergleich hier. So, auf ne, das hier, Lolium paeanae, und das hier, Agrostis stolonifera. Wahnsinn! Genau. Ist der Rasenflug wieder scharf? Genau. So, und das ne, gibt es natürlich noch andere noch. Hier, die Festuca rubra, die hat so 1000 Früchte pro Gramm. Und die Poa pratensis hat so 3500 Früchte pro Gramm. Und was bedeutet das jetzt? Und ja, und jetzt gucken wir nochmal ganz schnell zurück auf diese RSM 3.1, die Sportrasenmischung mit der Lolium paeanae und der Poa pratensis mit eben 40% Lolium und 60% Poa pratensis. Und da steht Gewichtsprozent. Gewichtsprozent, nicht Anzahl Früchte in Prozent. Und wenn man sich das mal in so einer schönen Grafik vor Augen führt, haben wir hier unten den Gewichtsanteil, dann haben wir die Anzahl Früchte in Prozent und den Bestand in Prozent. Und genau. Und wir hatten ja, wie gesagt, 40% Lolium paeanae, 60% Poa pratensis. Aufgrund der Anzahl der Früchte streut ihr aber nur 10% Lolium paeanae auf eure Rasenfläche und entsprechend 90% Poa pratensis. Und wenn nachher das Gras aufläuft, dann dominiert verrückterweise, weil die Lolium so schnell aufläuft und eben alles andere verdrängt und die Poa pratensis sich da sehr, sehr schwer tut und meistens durch die Bewässerung sowieso nicht richtig kommt, erzähle ich gleich noch warum. Das heißt, dann habt ihr nachher einen Bestand 80% Lolium paeanae und nur ca. 20% Poa pratensis. Und das fand ich ein unheimlich interessantes Bild. Das hat der Matthäus Wagner von Juli Waheser in unserem Greenkeeper-Kurs gezeigt. Deswegen nehme ich das auch. Also das kommt von ihm. Fand ich total cool. Habe ich jetzt hier so ein bisschen nachkonstruiert. Und mein zweites Beispiel. Der Spielrasen hat ja diese drei Arten. Festuca rubra, Lolium paeanae und Poa pratensis mit eben genau diesen Gewichtsprozentanteilen. Bin ich 40, 30 und 30. Das habe ich jetzt hier auch nochmal dargestellt. Der Festuca ganz oben in grün, 40%, 30% Poa pratensis und 30% Lolium paeanae. Wenn ich jetzt mir die Anzahl der Früchte in Prozent angucke, ist das eben ganz anders. Da habe ich wieder nur ungefähr 10% Lolium paeanae. Dann habe ich, jetzt muss ich aufpassen, das sind 60% Poa pratensis und 30% Festuca rubra. Und am Ende dominieren die Festuca rubra Arten und die Lolium paeanae. Und die Poa pratensis, die wird so in der Mitte nach ihrem Bestand quasi eingequetscht. Das ist mit dem Bestand natürlich immer so ein bisschen abhängig von der Pflege, von ja, der Bewässerung. Aber das ist das Bild, was uns sogar erklärt und gezeigt wurde.
Und das fand ich unheimlich eindrücklich. Also das heißt eben, Gewichtsprozent ist nicht Anzahl Früchte in Prozent. Und da muss man ein bisschen aufpassen bei den Rasenmischungen. Das ist nicht 50-50 oder 40-60 oder wie auch immer, sondern das ist eben, es kommt auf die Anzahl der Früchte an. Denn die werden auf die Rasenfläche verteilt. Es werden tatsächlich für so ein Quadratmeter ungefähr 25 Gramm einer Rasenmischung, also ne, Gräserfrüchte einer Rasenmischung benötigt. Und das sind dann tatsächlich 30.000 bis 40.000 Früchte pro Quadratmeter. Also so einzelne Samenkörner pro Quadratmeter. Und damit habt ihr eine geschlossene Fläche. Das ist tatsächlich eben auch die Standardangabe immer auf diesen Säcken, wo die Rasenmischungen drin sind. Okay, kommen wir zur Keimung. Wann ist denn nun die beste Zeit, um die Rasenmischung auszusehen? Und das ist, finde ich, eine unheimlich interessante Kurve hier. Und zwar ist das die Keimdauer aufgezeichnet über die Jahreszeit. Also hier haben wir die Tage bis zum Auflaufen. Hier haben wir jetzt drei verschiedene Gräserarten, nämlich Blau, Lolium Paene, so Orange, Poa Pratensis und Grau, Festuca rubra. Und hier haben wir die Monate aufgeführt und man sieht eben, dass man hier im März hier schon eine relativ gute Keimdauer hat, also relativ schnell. Aber von Mai bis die ersten beiden Oktoberwochen ist mit Abstand die schnellste Keimdauer. Da keimt dann eine Lolium Paene schon, ich sag mal, in weniger als 7 Tagen. Meistens ist sie noch schneller. Und entsprechend sieht man hier wieder schön, die Poa Pratensis, die braucht so 13 Tage bis 3 Wochen. Und die Festuca braucht auch so ungefähr ja, 14 Tage, sagt man so. Aber die kann auch schon mal in anderthalb Wochen auflaufen. Und das heißt natürlich, wenn man im März schon irgendwelche Gräser aussehen will, dann funktioniert das nicht so gut, weil die eben unheimlich lange brauchen, bis sie aus dem Boden herauskommen. Die beste Zeit ist halt eben Mai bis Oktober. Die Experten sagen sogar, dass man im Herbst aussehen sollte, weil man dann eben in die feuchtere Jahreszeit hineinkommt und dann sicher sein kann, dass die ganzen Gräserfrüchte auch wirklich keimen. Ja, das wollte ich euch auch nochmal zeigen. Das kommt von Christoph Schlautmann, auch ein Dozent in unserem Greenkeeper-Lehrgang. Fand ich auch unglaublich interessant. Ja, so jetzt ein paar Tipps und Tricks zur Aussaat. Was müsst ihr beachten? Also erstmal eben, haben wir ja gerade gesehen, muss der Boden warm sein. Mindestens 10 Grad. Und idealerweise sollte man Anfang Oktober, vielleicht auch Ende September, sollte man anfangen auszusehen. Ja, das Saatgut sollte man mindestens 3 Wochen lang feucht halten, wegen der Poa Pratensis. Also das ist das Allerwichtigste, dass die frisch eingesäte Rasenfläche feucht bleibt, feucht bleibt, feucht bleibt. So, jetzt leuchtet schon wieder mein Hitze-Icon da, also es ist grausam. Dann sollte die Saat gut bedeckt werden. Gräser sind tatsächlich keine Lichtkeimer, also die Saat sollte nicht oben aufliegen, sondern sollte ein bisschen in den Boden eingearbeitet werden. Ich zeige noch gleich, wie das sinnvollerweise aussehen sollte. Dann kann man die Saat bedecken mit Rasenerde oder mit Sand. Ja, also die einen sagen, Rasenerde ist besser, weil dadurch natürlich die Feuchtigkeit in dieser Rasenerde etwas besser gehalten wird. Feuchtigkeit, gerade gesagt, ist ja wichtig. Der Sand ist auch okay. Der sorgt natürlich dafür, dass am Ende oben die Grasnarbe auch schön trocken bleibt, wenn das Gras mal aufgelaufen ist. Ja, also vielleicht ist Grasenerde tatsächlich die bessere Wahl. Und dann sollte man eben die Gräserfrüchte gut andrücken, also anwalzen oder festdrücken. Bodenkontakt ist für das Auflaufen der Gräser unglaublich wichtig. Okay, ich mache jetzt eine kurze Pause und dann geht's gleich weiter. Da bin ich wieder. Ja, Canon EOS R6, vergisst es. Vergesst diese Kamera. Das ist eine schöne Kamera, aber so ein Dauervideo, halbe Stunde, funktioniert überhaupt nicht. So, ich starte wieder und gebe dir auch die Präsentation. Ja,
Was ist nun bei der Aussaat zu bedenken? Ablage Saatgut. Saattiefe in Zentimeter. Und da gibt es eine wunderbare Tabelle. Und die blätter ich mal gleich ganz auf hier. Jetzt habe ich nur zwei Arten mal dargestellt. Einmal die Lolium paeane und die Poa pratensis, ne? Sportrasenmischung. Und da hat man mal untersucht, in welcher Tiefe die Gräser am besten auflaufen. Und man hat festgestellt, dass wenn sie oben aufliegen, ne, bei der Lolium paeane, dann läuft nur 75% des Saatgutes auf, bei 1,5 cm Tiefe 100%. Und wenn es eben zu tief eingebuddelt wird, das Saatgut, dann läuft es tatsächlich überhaupt nicht mehr auf. Es ist also tatsächlich so, dass zwischen, jetzt sage ich mal, zwischen einem Zentimeter und 1,5 cm Tiefe im Boden das Saatgut ideal platziert ist. Es gibt eine Faustformel, die heißt, die Länge so einer Spelzfrucht, also hier so einer Frucht hier, die Länge ist gleich die Saattiefe, also so eine Agrostis stolonifera, die so ganz, ganz mikroskopisch klein ist, die sollte möglichst nur so ganz, ganz auch ganz, ganz wenig tief eingesät werden und halt eben so eine Lolium paeane, so ein ganz langes Gräserfrüchtchen, das darf dann auch schon mal ein bisschen tiefer, eben jetzt hier bei 1,5 cm ideal. Tja, das wollte ich auch nochmal zeigen. Kommen wir jetzt zum Wichtigsten, nämlich zum Mähen. Das Mähen. Und was ist zum Mähen zu sagen? Ich habe ja auch immer geglaubt bis zuletzt, dass man das Gras möglichst weit oder möglichst lang herauswachsen lassen soll. Da wurde ich aber eines Besseren belehrt. Sobald die Gräser trittfest sind, das heißt, wenn man drauf tritt, dass sie sich wieder aufrichten, darf man mähen. Also die Gräser müssen überhaupt nicht so lange rauswachsen. Ich habe gerade in einem Video von einem Kollegen gesehen, der hat da die Agrostis stolonifera ausgesät und hat sie auch sehr, sehr früh angefangen zu mähen. Also der frühe Schnitt ist gut. Sobald die Gräser halbwegs stabil sind, dürft ihr anfangen zu mähen. Das sorgt dafür, dass eben das Gras dann anfängt, unten neue Triebe zu bilden und anfängt also eben auch ja die Breite zu gehen. Also 6 bis 8 cm oder noch mehr ist tatsächlich falsch. Und ganz, ganz wichtig ist natürlich ein scharfes Messer. Also ein scharfes Sichelmesser und natürlich auch mit dem Spindelmäher. Der hat natürlich das Problem, dass der mit seinen Frontrollen immer das Gras so ein bisschen umlegt. Also da ist tatsächlich so für den ersten Schnitt aus meiner ganz persönlichen Sicht, das ist meine Meinung, ein Sichelmäher gar nicht so schlecht. Rasenschnitt aufnehmen oder liegen lassen. Ich habe auch jetzt bei einem Kollegen gesehen, dass er gesagt hat, dass der Rasenschnitt gar nicht schlecht ist, um die Gräser, die jungen Gräser ein bisschen zu schützen. Also da habe ich jetzt keine qualifizierte Aussage aus dem Lehrgang bekommen. Ich würde die Gräser tatsächlich erstmal aufnehmen, damit eben durch den Rasenschnitt das junge Gras nicht noch zusätzlich belastet, gestresst wird, also zugedeckt wird. Das ist auch hier meine persönliche Meinung. Aber ganz entscheidend, ihr könnt tatsächlich möglichst früh anfangen wieder zu mähen. Also das fand ich eine ganz grandiose neue Erkenntnis. Ja, und danach, dann habe ich ja noch ein paar Tipps zum Schluss für euch. Also natürlich oft mähen, das sorgt dafür, dass die Rasenfläche dicht wird. Wenn die Lücken sich nicht schließen, dann auf jeden Fall nochmal nachsehen, da wo es vielleicht so ein bisschen lichter ist, nachsehen, absolut sinnvoll und dann weiter mähen. Unkräuter sollte man nicht zu früh bekämpfen, also frühestens, sage ich jetzt hier nach so einem halben Jahr, dürft ihr schon mal mit dem Unkrautvernichter ran, aber das mögen die jungen Gräser auch nicht, da ist es besser, die unerwünschten Kräuter von Hand aus zu zupfen. Und tatsächlich nochmal eine zeitige Folgedüngung, also eine Startdüngung ist natürlich ganz wichtig zum Start zu düngen und dann nochmal später mit Stickstoff nachzudüngen nach 4 bis 6 Wochen. Das macht durchaus Sinn, damit die Gräser kräftig
werden und weiter wachsen. Und natürlich nach diesen Dauerberegnungen, ne, 3 bis 4 Wochen, also wirklich möglichst lang beregnen, also auch vernünftig weiter bewässern, gerade im ersten Jahr. Da ist das Gras noch empfindlich, da sollte es auf keinen Fall irgendwann mal zu trocken werden. Ja, soweit das Video. Eine letzte Schlussbemerkung habe ich noch. Wenn es nicht funktioniert, dann ist nach dem Matthäus Wagner von Julia Waeser tatsächlich immer die falsche Bewässerung der Grund. Also wenn eure Gräser nicht auflaufen, dann ist es tatsächlich die falsche Bewässerung. Dann habt ihr nicht ausreichend und nicht oft genug bewässert. Also die Rasenfläche kontinuierlich feucht halten. 3 Wochen, wenn ihr die Pua Pratensis in der Rasenmischung drin habt, ist ein absolutes Muss. So, ich bin am Ende. Das war das Thema Neusaat nachsehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt gerne euer Feedback, eure Meinung, eure Erfahrungen in die Kommentare. Und dann kommen auch irgendwann noch die letzten drei Themen sind es noch, die letzten 3 Themen zu dieser Videoreihe. Ich weiß nicht wann. Verzeiht es mir. Ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Der Rasenfreak sagt Tschüss.